29. Don? Adrian! Bist du in Ordnung, Liebling? Ja. Hab mich nur zu lange mit Jim Beam unterhalten. Das ist alles. Don, lass uns gehen. Bitte. Wir müssen raus hier. Schau, was dieser Ort aus dir macht. Gehen? Hier ist unser Zuhause, Adrian. Wir können nicht gehen. Niemals! Spaß! Was wollen Sie? Das verdammte Telefon ist mir egal. In Ordnung, erlege das und verschwinde. Aber schnell. Dieser Hurensohn. Okay, Mann, die Leute, Spaß. Na, Adrian hatte den guten Cyrus in Verdacht. Und jetzt ist komischerweise das Halsband von Spaß bei einem sehr stark betrunkenen oder verkaterten Hangover haben den Don aufgetaucht und das ist alles irgendwie gar nicht gut. Ne? Er hat sich ja schon sehr aggressiv gezeigt, ne? Und okay, da passiert nichts. Gut, den will ich mir nicht mehr angucken, glaube ich. Das ist. Was ist denn das da eigentlich? Moment, ich gehe. Okay, aber habt ihr das gesehen? Wenn ich jetzt. Ich gehe immer drauf. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Guck, was sind denn das hier für Gesellen? Da komme ich auch gar nicht dran, ne? Komme ich da nicht dran? Geh mal raus, dann okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall im 6. Kapitel. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen im 6. Kapitel. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich komme, glaube ich, an den. Komme ich da gar nicht mehr dran? Moment, ganz kurz. Ne, wir kommen an den Absinth gar nicht mehr dran. Na gut. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Aber gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Da war das mit dem Absinth hier. Neues Kapitel heißt natürlich auch, ne? Neue Wahrsagemaschine, ne? Und. Wir gucken mal ganz kurz. Okay, da ist der. Vielleicht können wir den Monteur hören. Wir holen uns hier raus, Baby. Wir sind. Das ist alles ganz schrecklich. Sie hat es ja gesagt. Hi, Mike. Hi. Ich will nur meinen Job erledigen. Ich bin hier so schnell wie möglich weg. Verständlich. Mike, ich möchte mich entschuldigen. Für Dawn. Er ist. Sag's! In letzter Zeit nicht er selbst. Mhm. Oh, Sie müssen nichts sagen. Ich will nur nicht in Ihren Streit verwickelt werden. Das ist alles. Ich weiß. Ich verstehe das. Gut, ich glaube, Sie sollten jetzt weiterarbeiten. Ja. Er ist nicht mehr er selbst, Adrian. Das ist alles das. Ne? Also mit ein bisschen. Also ich wäre, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon vor 20 Folgen gesagt. Ich wäre lange weg aus der raus aus der Nummer. Ne? Aber gut, wir gucken jetzt mal, was die Wahrsagemaschine uns so zu verkaufen hat für das 6. Kapitel. Das ist das vorletzte Kapitel. Das Ganze hat 7. Das Böse ist hier. Finde dein Seelenheil. Finde deine Erlösung.
Also spätestens jetzt wäre ich weg. Gut, ich meine, das sage ich natürlich fast bei jeder gefährlichen Szene, ne? Aber sind wir mal ehrlich. Sie hat jetzt so viel gesehen, ne? Und ich glaube, ich wäre aus der Nummer nach dem Gartenhäuschen wäre ich schon weg gewesen. So, pass mal auf. Ich will das mal ganz kurz hier in den in den Spiegel hier gucken. Ganz kurz mal schauen, ob da noch irgendwas auf uns wartet. Ne, der ist, okay, den hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon nicht mehr aktiv. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz in der Küche, ob Harriet eventuell da ist. Moment, wo war die Küche? Die Küche war Zim. Da war die Küche. Okay, Harriet ist nicht da. Dann gehen wir jetzt hier mal raus. Flupp, dupp, so. Ihr seht, ich klicke das alles ein bisschen schneller durch, aber das ist nur, weil ich nicht so ganz... Okay, hier hat Cyrus auf jeden Fall Holes gehackt. Okay. Wo kamen wir da nochmal lang? Okay. Ich will mal ganz kurz in die Scheune, ob Harriet und Cyrus jetzt noch irgendwie da sind oder was die so zu sagen haben. Ob die was zu sagen haben. Die haben die Seance mit uns gemacht, ne? Und, ja, komm rein, Kind. Was? Harriet? Harriet? Oh, ich sehe, Sie haben uns also erwischt. Wohin geht ihr? Sieht man das nicht? Wir gehen! Verdammt nochmal, weg von hier! Aber ich dachte, ihr bräuchtet den Job und einen Ort zum Leben. Naja, ich wollte nichts sagen erst, aber jetzt, wo Sie hier sind, ich habe letzte Nacht ihren Mann getroffen und jetzt, er hat mich und meinen Jungen bedroht. Und er sagte, Cyrus und ich, wir würden im Dachstuhl hängen, wenn wir nicht verschwinden. Und ich glaube ihm. Ich auch. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Ich auch. Irgendwas ganz Böses geht hier vor. Ich kann es nicht beschreiben, aber es existiert. Was existiert? Das Böse. Wenn Sie nur ein bisschen Vernunft haben, junge Dame, dann gehen Sie auch. Gute Frau. Cyrus? Cyrus? Du willst nicht gehen, oder? Ma sagt, wir haben... Junge, genug geplappert. Geh zurück an die Arbeit. Harriet, Baby. Harriet? Könnt ihr eure Meinung nicht ändern? Ich rede mit Dawn. Also, nehmen Sie es nicht persönlich. Sie können nichts dafür. Cyrus und ich müssen gehen und dabei bleibt's. Okay, jetzt sind sie auch gar nicht mehr aktiv. Ach, Leute. Ich hasse euch. Ich weiß nicht, habe ich euch überhaupt schon begrüßt in diesem Kapitel? Ich weiß es gar nicht. Das Spiel macht mich doch ein bisschen... Also ich bin nicht so souverän, wie ich sonst bin. Okay, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist, was uns irgendwie weiterhilft. Ne? Da war ja der Jumpscare mit der Katze, der mich fast umgebracht hätte, da bin ich ehrlich. Gut, okay, also Harriet und Cyrus verlassen uns. Und das Böse ist jetzt, das ist... wir könnten... Na, ich will jetzt erstmal ganz kurz nochmal zu Dawn gehen. Ich will nochmal ganz kurz mit dem Kasper überhaupt noch was reden können. Denn es ist ganz schrecklich und... Okay, das Mike macht das Telefon heile, ne? Ob Mike das Spiel überlebt, weiß ich auch noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hoch und gucken nochmal ein paar... Der schöne Wandteppich wieder. Ich feiere den jedes Mal, ne? Das ist... Ach, der ist toll. Ja... Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken, ich kürze das auch ab, ob der gute, Dawn noch weitere von den Zigaretten konsumiert hat. Zwei waren, glaube ich, beim letzten Mal noch drin. Oh, okay. Immer noch zwei. Okay, an den Absinth kommen wir komischerweise nicht mehr dran, weil ich das nicht ganz verstehe. Aber ja nun, flumm, dumm, dumm.
Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, denn ich möchte dann doch, kommen wir noch zu Dorn rein? Können wir mit dem noch irgendwas quatschen? Dorn? Okay. Klopft da jetzt trotzdem an, auch wenn das alles andere als gesund klingt, aber... Don? Bist du da drin? Okay, das klang auf jeden Fall gar nicht gut. Der obligatorische Blick in den... Okay, ist gar nicht mehr freigeschaltet. Wir können noch mal ein bisschen Musik machen, dann ne, sind wir nicht so alleine. Ne? Die Sachen würde ich mir auch sehr, sehr gerne mal anschauen, aber da kommen wir leider nicht dran. Okay, dann gehen wir noch mal nach oben. Mal gucken, ob sich das Gemälde verändert hat, denn es ist ja ein neues Kapitel, da muss man immer wieder mal schauen. Und insbesondere... Insbesondere das Gemälde ist doch sehr aufschlussreich. Auf das Klo falle ich jetzt nicht mehr rein, ich gehe jetzt direkt nach links. Und dann hier... Absolute Böse. Eden, dann nutzt kein... Das bringt gar nichts. Abhauen, wie Harriet gesagt hat. Abhauen ist das Einzige, was hier noch was bringt. Ich will mir nochmal Leonoras Bild angucken. Wir haben ja gesehen, Leonora ist gemästet, oder? Ist die gemästet worden? Die ist, glaube ich, gemästet worden. Nee, der ist ja Kopf umgedreht worden, weil sie so viel gesprochen hat, ne? Leonora? Leonora? Ja? Leonora, Okay, guck mal hier, das kann man auch gleich. Okay, ich will es gar nicht wissen. Hier ist es. Okay, also das könnte jetzt das Monster sein. So könnte es aussehen. Es wird so aussehen, glaube ich, mich erinnern zu können. Jetzt ganz kurz mal nach unserem Laptop gucken, denn... Gut, den Fernseher werde ich mir nicht mehr angucken. No TV, no, 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 no. Und... Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe einen riesigen Haufen Klumpen Schrott. Also der Roman ist futsch. Ich würde das nie tun. Ja, ja, nie ist... Nein! Doch. Adrian, Baby, pass mal auf. Wir packen jetzt unsere Sachen und verpissen uns. Nun, sei mir nicht böse. Ich häng an dir. Ich mag dich und du bist... Das ist okay, Koffer packen ist leider keine Option, meine lieben Leute. Okay, wir haben jetzt der Monster in der Auge geschaut. Es ist fürchterlich, es ist very, very fürchterlich. Und können wir mal ganz kurz gucken bei der Baby, ob sich bei der Baby irgendwas hat verändert. Ich glaube es nicht. In die Wolke hatten wir nochmal gefasst, ne, dass Brock und Veronica mehr, dass sie können wir... Oh, können wir auch gar nicht mehr. Okay, letztes Mal konnten wir das noch. Okay. Na gut, dann... Okay. Wir müssten theoretisch... theoretisch müssten wir jetzt nochmal in die City fahren, denn... wir brauchen da noch einiges. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dieses Gerät hier, dieses Teil, was wir gefunden haben. Wir hatten ja damals, mal ganz kurz lauschen. Wir hatten ja damals dieses Teil gefunden. Wir hatten ja auch bei der guten Lou im Antiquitätenladen gehört. Don? Na, dass sie so ein Kameo oder irgendwas sucht. Und ich glaube, das ist so ein Teil. Na, und wir brauchen auf jeden Fall das Kreuz. Das weiß ich nicht zufällig noch genau. Also wir brauchen auf jeden Fall das Kreuz.
Und ich will jetzt aber nochmal ganz kurz was anderes gucken. Und zwar, ob einer von diesen beiden Schlüsseln, Adrian, Baby, komm mal her, ach, mein Wandteppich, mein wunderschöner Wandteppich, ob der in das Ding hier direkt reinführt. Denn, oh, hier ist es auch offen. Ich erinnere mich, Freunde. Aber ich glaube, der Zeit ist um. Und diese fürchterliche Kugelmaschine, sie wird fürchterlich vertraut mir, ich bin ganz aufgeregt. Die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne ab in die Rinne und diese Kurbelmaschine kurbelt uns. Ich weiß es auch nicht. Liebe Leute, macht ihr gut, euer Spiekend Öl 45. Willkommen bei Kano.